Ich zeige euch heute den Notruf Hamburg, wie man den Juwelier ausraubt. Und das ist ganz einfach, wir legen sofort los. Nämlich folgendermaßen, wir müssen einfach auf der Karte, indem wir kurz mal M drücken, zu dem Juwelier, der ist hier oben, das ist der lila hier. Da drücken wir einfach auf den Juwelier drauf und dann fahren wir einfach dahin. Ich habe natürlich das schon alles vorbereitet, deswegen bin ich auch schon hier. Und wie gesagt, da müssen wir drauf drücken. Wir sehen dann hier, haben wir schon die Karte und dann drücken wir kurz N und fahren kurz zum Juwelier hin. So, der ist genau um die Ecke. Ja gut, das war jetzt auch nicht ein langer Weg. So, auf jeden Fall, wenn wir beim Juwelier angekommen sind, dann einmal kurz aus dem Auto aussteigen und dann haben wir hier folgende Möglichkeiten. Wir können einmal die Außenvitrinen zerschmettern und wir können auch einmal hier innen drin die Sachen zerschmettern. Einmal hier, wo eigentlich ein Diamant spawnen könnte. Der ist jetzt, glaube ich, da hinten. Genau, hier hinten ist der Diamant. Genau, der hier ist das. Und dann die ganzen anderen Regale hier mit Uhren etc. Weil hier irgendwie, wenn man gegenhaut, man merkt, es kommt nichts. Mit F natürlich drücken. Immer schon mit F gegenhauen. Aber wenn wir hier gegenhauen, gegen das Regal, hören wir ein Smash-Geräusch. Warum wir kein Smash-Geräusch hier hören, ist eventuell deswegen, weil hier nichts drin ist. Das heißt, wo man nichts drin ist, muss man nicht gegenkloppen, falls ihr euch fragt, ob das was bringt. Das heißt, einfach hier gegenkloppen. Dann haben wir schon dieses Klack-Klack-Geräusch. Wie gesagt, wir können auch mit einem Messer dagegen schlagen oder stechen. Oder mit einer Pistole dagegen schießen. Das macht keinen Unterschied. So, einmal kurz hier den machen. Perfekt. So, und dann wäre logisch natürlich jetzt die Polizei gekommen. Aber wir sind natürlich hier auf einem Privatserver. Deswegen kann uns hier keiner uns was anhaben. So, einmal kurz hier schnell alles ausrauben. Zack, einmal kurz hier alles aufsammeln. Das ist sehr wichtig. Das müssen wir auf jeden Fall machen. So, einmal kurz hier die ganzen Uhrbänder und die ganzen Schmuckstücke mitnehmen. Genau so. Einmal den Juwelier mitnehmen. Der ist sehr viel wert. Also immer schön mitnehmen auf jeden Fall. Mal gegenkloppen. Perfekt. Den auch nochmal mitnehmen. So, den haben wir jetzt auch. Und dadurch, das ist jetzt erstmal hier alles, was wir hier haben. Genau. Raus hier. So. Jetzt haben wir hier, sind wir schon, die Juweliere. Oder den Schmuck halt, den geklauten Schmuck. Und hier ist der Juwelier. So. Was wir jetzt machen müssen, ist in unser Auto einsteigen. So. Und dann auf der Karte müssen wir jetzt zum Schmuggler gehen. Der ist hier ganz oben. Der ändert nie seine Position. Das heißt, einfach mal kurz da hochfahren. Das heißt, wir fahren mal kurz gemeinsam den Weg zum Juwelier hoch. Natürlich müssen wir aufpassen, wir dürfen nicht zu schnell fahren, weil ich habe keinen Bock, noch mehr Geld zu verlieren durch die doofen Blitze und sonstiges. Aber wie gesagt, oh, jetzt habe ich verkehrt die Ausfahrt verpasst. Oh je. Fahren wir kurz mal hier lang. Wie gesagt, man muss halt natürlich auch achten, dass man halt auch eventuell auf die Karte guckt. Das heißt, durch den Elbtunnel durch. Mal kurz hier runter und dann sind wir schon gleich am Hafen angekommen. Hier lasse ich am besten mal rollen, das ist dann ganz entspannt. So, oh Gott. Oh! Ja, super, das zum Thema, lass nur rollen auf jeden Fall. Aber wir müssen noch kurz hier hoch. So, wir fahren mal kurz hoch. Wie gesagt, wir sind auf dem VIP-Server. Das heißt, hier ist erstmal ein bisschen Ruhe im Schacht. Einmal kurz hochfahren hier, den Weg nach oben. So, und dann sind wir schon am Hafen angekommen. So, einmal kurz schnell durch, zack. Und dann müssen wir hier auf das Schiff hin. Nämlich hier auf dem Schiff ist unser lieber Schmuggler. So, und der befindet sich genau da. Wir sehen schon, da wird angezeigt, hier befindet sich der Schmuggler. Das heißt, wir parken hier einmal. Bitte parken, danke. Und dann gehen wir einmal hier die Leiter hoch. Die müssen wir hochgehen, um auf das Schiff zu kommen. Andererseits kommt man nicht auf das Schiff hoch, außer man irgendwelchen anderen illegalen Aktivitäten, die man hier hochkommt. Auf jeden Fall müssen wir kurz hier zum Schmuggler einmal kurz schnell hinrennen. Und da ist er schon, der Schmuggler. So, hallo Schmuggler. So, dann drücken wir natürlich erstmal hier E auf ihn. Und wir sehen hier, wir können hier natürlich sämtliche Sachen kaufen, aber auch Sachen verkaufen. Für den Diamanten, den können wir nur hier verkaufen. Der kostet auf, also auf dem Server hier kriegen wir nur 1,8 auf Privatservern. Ich glaube so, auf Public Server kriegt man 2,6 dafür. Das heißt auf jeden Fall, den haben wir schon mal verkauft. Jetzt müssen wir natürlich auch noch, das ist ganz kurz einmal hier, unseren Sack verkaufen, unseren Sack Schmuck, den wir hier noch gefunden haben. Hier steht auch unten drunter, sell a dealer to get paid. Und das ist auch ganz einfach mit dem neuesten Update der Karte, nämlich die Dealer, das sind die mit dem Waffenzeichen, werden seit neuestem angezeigt. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr so gefühlt random danach suchen. Das heißt, wir müssen einmal kurz hier vom Schiff runter, zack, und dann steigen wir unser Auto ein und fahren jetzt zum Dealer entlang. Wie gesagt, mit dem neuesten Update V2, wo das alles hier wesentlich vereinfacht. Und dann fahren wir kurz mal zum Dealer hin. Der ist ja Gott sei Dank natürlich nicht weit entfernt von hier. Und dann müssen wir einfach mal kurz hier um die Ecke fahren. Einmal kurz um die Ecke. Einmal kurz hier. Zack. Und da ist er schon. Da steht er schon. Einmal kurz aussteigen. Dann laufen wir kurz schnell zu ihm hin und verkaufen dann auch dort den Schmuck, den wir haben. So, der Schmuck ist hier auch unten. Also hier ist der, Juwelier heißt der. So, einmal kurz auf Deutsch umgestellt. Auf jeden Fall kann man hier für 400 verkaufen. Wie gesagt, ist VIP-Server. Auf einen anderen Server bekommt man ein bisschen mehr. Ist natürlich klar. Und das Ding können wir natürlich auch wieder wiederholen. Dafür fahren wir einmal kurz wieder zum Juwelier hin. Das ist hier.
und geben dann kurz mal Gas und fahren kurz zum Juwelier hin. Weil das ist, wie gesagt, ganz einfach. Ich finde es ein bisschen schade, dass leider nicht der Baseball-Bat oder sowas geht, dass es halt ein bisschen einfacher wäre, eventuell die Scheiben zuzuschlagen, at least das. Aber naja, ich sag mal so, mit der Hand geht es natürlich auch. So, wir müssen natürlich achten, wir kriegen natürlich dafür auch Wanted, ist ja klar. Und der Alarm wird getriggert, das heißt, wenn die Polizei kommt, wird es auf jeden Fall sofort angerast kommen. Perfekt, und ich kriege natürlich wieder eine Strafe von 100 Dollar aus. Das heißt, damit ist schon fast die ganze Rente weg, die ich geholt habe vom Juwelier gerade eben. Wie gesagt, ich zeige es jetzt deswegen auf einem VIP-Server, dass ich einfach halt, ja, die Ruhe habe, weil auf einem normalen Server ist es fast so unmöglich, sowas in Ruhe zu zeigen. Fahrzeug-Reviews kann man natürlich easy machen, aber sowas ist natürlich beim Juwelier ein bisschen anstrengend. Deswegen fahren wir mal kurz in die Ecke, einmal hier wieder rum, zack, und da sind wir schon. So, einmal kurz hier ein bisschen, okay, egal, das war jetzt eh wieder ein bisschen Pech, aber egal. So. Und da sind wir wieder beim Juwelier. Natürlich sehen wir gerade, der Juwelier hat natürlich immer noch die zerschlagenen Scheiben. Ich sehe gerade, ich habe die gar nicht mitgenommen. Ich habe die einfach eingeschlagen, aber gar nicht mitgenommen. Auch sehr strong. Nehmen wir mal kurz einmal mit und fahren kurz mal nochmal zurück. Einmal den Juwelier wieder ausrauben. Ich glaube, hier habe ich nichts vergessen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. So, dann fahren wir kurz mal zurück. Und dann holen wir mal kurz auch noch das Geld, von dem er keinen Plan, was ich jetzt vergessen habe. Aber ich habe es auf jeden Fall vergessen. Aber ist nicht schlimm, denn... jetzt hat er sich wieder verändert. Der Dealer, der ist jetzt unten an der Tankstelle. Dann fahren wir kurz schnell zur Tankstelle zum Juwelier. Eigentlich zum Juwelier, zum Dealer, so rum. Beim Juwelier bin ich ja schon. So, und verkaufen noch kurz die anderen zwei Schmuckstücke, die wir noch haben. Kein Plan, was ich vergessen habe zu verkaufen. Aber ja, da mache ich halt jetzt auf jeden Fall. So, da hinten an der Tankstelle ist er schon, ganz einfach. Mal kurz hier über den Huckel brettern. So, kein Problem. Und dann müssen wir mal kurz komplett zur Tankstelle, weil wir nicht hier rum können, ganz genau. So, einmal hier rum. Da sind wir schon rumgefahren. Und dann jetzt einmal hier um die Kurve herum. Und dann sind wir schon da, genau. Der ist jetzt hier hinter der Tankstelle, der Dealer. Das heißt, einfach hier parken, schnell hier hinterrennen. Und da befindet sich schon auch schon unser Dealer. Einfach hier unten Juwelieren gehen, Items wir verkaufen. Und da haben wir ein bisschen Kleingeld bekommen. So, mal gucken, ob sich der Juwelier schon wieder ein bisschen abgeregt hat. Natürlich schon wieder frische Ware für uns da hat. Das wäre natürlich babamäßig. Oh, okay, danke dafür wieder mal. Auf jeden Fall wäre das babamäßig, wenn er jetzt ein bisschen frische Ware hat. Deswegen, wir gucken mal kurz schnell. Fahren mal kurz schnell hin, ob er was Frisches wieder hat für uns. Weil ich noch immer nicht weiß, wo der Juwelier ist, weil ich immer diese V2-Karte noch nicht gewohnt bin. Auf jeden Fall fahren wir kurz mal hier hin. Mal kurz ein bisschen abbremsen. Genau, perfekt. So, jetzt wieder Gas geben. Und jetzt müssen wir mal gucken, hat der Juwelier schon wieder aufgestockt? Nein, hat er nicht. Also seht, das braucht schon ein bisschen, bis er wieder aufstockt. Aber auf jeden Fall, ich sag mal so, auf dem Privatserver ist das jetzt so halbwegs lohnenswert. Ne? Aber auf einem öffentlichen Server, der nicht privat ist und kein VIP-Server ist, da lohnt es sich auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, da bekommen wir 2,6 für den Diamanten alleine an sich. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber wir sehen auf jeden Fall hier, hier ist nichts Neues, aktuell noch nichts Neues. Und das wird dann auf jeden Fall gleich dann irgendwann respawnen. Aber das ist auf jeden Fall der Juwelier, wie er Notruf Hamburg funktioniert. Und wenn ihr so viel von da lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr hier seid, auch Ehefrauen, dann lasst mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke, deswegen war das von Notruf Hamburg auf meinem Kanal, nicht mehr verpasst. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!